Ja, willkommen zurück. Willkommen hierher. Egal, willkommen zu Road to League One Nummer 3. Ich spiele mit meiner Italien-Mannschaft, wenn man es ja gerade gesehen hat. Und hier ist der Gegner mit einer deutschen Bundesliga-Mannschaft. Auch ganz gutes Spiel eigentlich. Und es geht auch gleich los. Basagli auf Cuadrado, der auf Abate. Was macht er? Schöner Pass auf Mario Balotelli. Mario Balotelli. Erste Chance. Und es gibt einen Eckball. Ja, der wird auch gleich hier in Anschluss gezeigt. Vargas. Maxes. Das Vucinic. Und da steht es auf einmal 1-0. Dritte Spielminute. Vucinic. Und da ist auch der Gegner mit Pisscheck auf Son. Aber Jose Reina im Tor kann halten. So, Keisuke Honda. Trickst ihn ein bisschen aus, dann auf Balotelli, der nimmt ihn direkt drüber. Maxes, guter Pass auf Vucinic, der auf Vargas, der ist schnell, der kann dribbeln und er kann nicht so gut schießen. Trotzdem gute Aktion von ihm. Die anschließende Ecke auch Vargas, der auf Maxes, da Vucinic. An der Seite 16er, Switchen ist Flanke. Balotelli kommt nicht dran. Dann Basagli schießt den Gegner ab. Maxes. Was für ein Chaos. Ball noch nicht geklärt. Vargas. Vargas zieht einfach mal drauf. Immer noch 1-0. Dann Keisuke Honda. Schöne Drehung. Auf Vucinic. Der auf Mario Balotelli. Der ganz frei vom Tor. Mario Balotelli. Das muss es sein. Das ist es aber nicht. Quadrado mit dem Nachschuss. Chance vergeben. Hundertprozentiger war das. Vargas kommt hier sehr leicht vorbei. Vargas, sehr gutes Spiel von ihm. Aber der war jetzt nicht so schwer zu halten. Dann nochmal Radu, Balotelli. Ecke, es gibt nochmal den Eckball vor der Halbzeit. Und mal schauen, was daraus sich jetzt entwickelt. Vargas mit der Ecke. Torwart fängt ihn jetzt ganz normal. Ich denke, das ist geklärt. Nein, Quadratus da. Schießt Balotelli an. Maxis Balotelli. Vucinic, der schießt. Vucinic mit dem Kopf. Und. Jawohl, 2-0. In der 45. Spielminute. Und da bleibt es dann auch in der ersten Halbzeit. Zweimal Vucinic. 2-0. Es könnte auch höher. Also ein höherer Vorsprung könnte ich auch haben. Hatte schon viele Chancen. Und dann Vucinic köpft am Tor vorbei, dann 55. Spielminute. Abate mit der Flanke in Mario Balotelli. Ja, Mario Balotelli, 56. Spielminute. Und dann unterbricht der Gegner schon 3-0. Habe ich dann hiermit gewonnen. Ja, und das auch gleich das nächste Spiel. Ich spiele mit meiner Liga BBVA-Team. Diego Costa, Benzema und Isco in der Offensive. Sehr starke Offensive. Und ich spiele gegen ein Zero-to-Hero-Team, wahrscheinlich auch irgend so ein YouTuber, oder ich weiß nicht, ob es ein YouTuber ist, muss ja nicht gleich sein, sondern jemand, der mit von 0 auf zum Hero, von Zero zu Hero, sagt schon alles aus. Und der spielt auch wie ein Hero, finde ich persönlich. Muriel mit dem Ball auf Nainggolan, der bestraft mich für mein schlechtes Abwehrverhalten. 8. Minute, Nainggolan 1-0, dann David Villa. Kommt hier schön vorbei. David Villa. Mit der Flanke auf dem Kopf. Diego Costa 1-1. Nein, keine 1-1. Das war abseits. Es war abseits, leider. Dann Fehlpass. Also Moa auf Nainggolan. Der auf Quagliarella. Und der bestraft mich schon wieder mal. Er ist richtig, wirklich eiskalt vor dem Tor. 2-0 für Zero to Hero. Dann David Villa wieder. David Villa, gute Flanke. Benzema, dort hält. Und Faust ist dann auch noch wichtig und erscheint weg. Dann von Trau, guter Ansatz auf Vela. Der auf Villa. Dann Benzema am Ball. Diego Costa in die Mitte. Und jetzt packt er seinen rechten Hammer aus. Rechter Hammer. Der hat richtig geilen rechten Fuß. Und da steht es 2-1. Costa mit dem Fehlpass. Dann Fehler von meinem Abwehr von Mascherano. Dann schneller weiter Ball auf Quagliarella und der hat einen Hammerschuss und dann steht's 3-1. Jeder kleine Fehler wird bestraft, aber ich spiele auch nicht sehr gut. Dann Honda mit einem schönen Spin
um mein Nachrichtenspiel herum. Und wie ihr seht, ja, 42. auch noch ein Tor bekommen. 4:1. Richtig, richtig geiles Spiel vom Gegner. Er zieht mich richtig, richtig hart ab. Jo, das ist sehr, sehr schwer gegen den zu spielen. Dann ist das Spiel auch noch so lecky. Das ist auch ein bisschen nervig. Vela holt hier den Einwurf. Carlos Vela macht schnell den Einwurf jetzt. Benzema. In der Mitte Isco mit dem Kopf von nicht vorbei, sondern der Torwart hält ihn in der Hand. Dann Honda. Sehr viel Platz für Quagliarella. Wie soll es anders kommen, Quagliarella? Hattrick Quagliarella. 53. Spielminute, Fabio Quagliarella. 5:1. Dann springen wir auch gleich in die 88. Spielminute. Ist nicht mehr so viel passiert. Juan Fran auf Carlos Vela, der mit einer Flanke, die nicht durchkommt. So, jetzt Eckball. Nochmal schön hier ein Trosttreffer. Komm. Puyol. Kommt nicht dran. Song. Schöner Einsatz. Dann. Erster Schuss geht nicht rein. Und dann Benzema. 5:2. Karim Benzema. Und yo. Dann ist auch irgendwie meine Verbindung abgebrochen. Meine Verbindung zu ihren E-Surfern. Ja, und ich hätte eh verloren. Deswegen ist es nicht so schlimm. Mal schade um die paar Münzen, die ich noch bekommen hätte. Und wie steht es dann nach der in der Saison? Ich habe wie viele Spiele schon gespielt? 5 habe ich gespielt, war einmal ist mir die Aufnahme abgekackt. Also 5 Spiele habe ich gespielt. Das bedeutet ja, aus 5 Spielen 9 Punkte, ganz okay eigentlich. Ja, das letzte Spiel, wo ich 5:2 verloren habe, wurde ich schon vorgeführt. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm und jetzt verabschiede ich mir noch schnell. Ja, das war's. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja, servus, macht's gut und ciao.